Enburg. Eine Siedlung im fruchtbaren Gebiet nahe den Bergen. Hier passiert nie etwas außer ein paar guten Taten und einem gelegentlichen Austausch von Herzen kommender Begrüßungen. Mit anderen Worten, ein widerlicher Schlund des Himmels. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Let's Play Dungeon Keeper 1. Ja, da wollen wir mal ein bisschen Pep in die Schlucht bringen. Oh. Wir sind quasi umgeben von Lava. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen. Na gut, dann wollen wir erstmal anfangen. Also, wir brauchen als erstes hier unseren ersten Raum. Am besten so groß genug, dass wir da eine Schatzkammer erstmal bauen können. So, erstmal hier mehr als genug Platz schaffen, oder? Also, ja, hast ja nix. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Hier bauen wir erstmal ein Versteck für unsere Kreaturen, wie das schon mehrfach angedeutet worden ist. Sehr gut. So, dann erstmal hier Gold abfarmen. Das brauchen wir. Ja, wir machen das mal mit der Schatzkammer bis hier hinter. So. Hier haben wir jetzt auch was. Geht ein Gang nach hinten. Da ist aber dann auch schon wieder vorbei. Dann bauen wir hier entweder Speisekammer oder Trainingsraum hin. Und machen einfach einen Durchgang. Da kann ich ja noch überlegen, ob wir da oben eventuell die Trainingskammer oder eine andere Kammer oder eine Bibliothek dorthin bauen. Mal gucken. Erstmal hier ein bisschen Überblick verschaffen, ne? Naja, er könnte schon noch ein bisschen Weg machen, ne? Also, so ist nicht. Also, wir machen jetzt ganz klar hier erstmal die Speisekammer hin. Ist vorübergehend erstmal eine kleine Speisekammer, wird aber noch geändert werden. Hier machen wir jetzt erstmal den üblichen Trainingsraum hin. Ganz einfach aus dem Grund, den kannst du ja noch in dem Sinne vergrößern. Um einiges vergrößern, ne? Also, da sind ja keine Grenzen gesetzt. Aber für den Anfang geht das eigentlich schon ganz gut klar. Da können wir schon mal ein paar trainieren lassen. Und der Rest wird erstmal so rangeholt. Hier haben wir auch nochmal Gold. Das können wir auch nochmal dazu nehmen. Ja, immer ran mit dem Gold. Da machen wir auch nochmal so einen schönen großen Raum draus. Wir haben oben nochmal ein bisschen Gold gegeben. Hier können wir auf jeden Fall schon mal anfangen, die Bibliothek mitzubauen. Naja, wir nutzen gleich, ne? Das, was wir sowieso abgebaut haben, nutzen wir gleich für neue Räume. Hat ja in dem Sinne auch nichts Verkehrtes. So. Eieiei. Da oben haben wir unseren Eingang. Der hat eigentlich Priorität. Größte Priorität. Weil wir müssen ja erstmal Monster in unseren Dungeon locken, damit wir überhaupt konkurrenzfähig werden können. Das heißt, an die Arbeit. Na, ein paar Imps haben wir, wie gesagt, schon trainieren geschickt. So, der Rest. Ja, eventuell machen wir hier nochmal eine Schatzkammer hin, damit sie nicht ganz so weit laufen. Stört ja keinen. Na, sonst müssen sie jedes Mal ein bisschen hinterlaufen, das ist ja auch doof.
Okay, Schlafraum haben wir. Wir haben Essensraum, zumindest noch einen kleinen. Den bauen wir noch größer. Eventuell noch einen Schlafraum. Ja, noch einen Schlafraum, Handwerkskammer und diverses weitere werden wir auf jeden Fall noch nachbauen. Ich mache mir schon mal so ein paar Gedanken, wo noch Räume hinpassen könnten. So. Ja, es werden halt nicht so wirklich große, ne? Also da hast du hier öfter mal so eine Begrenzung mit ergeben. Ab und zu mal ungünstig. Da bin ich ja sowieso am überlegen, ob wir nicht vielleicht da alles komplett wegmachen, um den Trainingsraum bis hinter im Endeffekt zu vergrößern, ne? Vielleicht machen wir das hier gar nicht dran. Dann können wir nämlich den Trainingsraum auch bis hinter erweitern. Erstmal lieber hier. Jetzt, wo kommst du denn her? Ja, das kommt davon, weil ich Wände nicht verstärke, ne? Und sowas kommt von sowas. Aber früher oder später werden wir uns sowieso begegnet. Man will ja möglichst viele Räume haben. So. Handwerkskammer können wir noch nicht bauen. Was eigentlich schön gewesen wäre, ne? Wegen der Fallen. Aber dem soll halt nicht so sein. Da kommen schon die nächsten. Eieiei, was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich habe noch nicht mal Kreaturen und werde schon direkt angegriffen. Ich will da einfach bloß mein Territorium beschützen. So, jetzt kommen sie gleich wieder. Sehr gut. Ich frage mich, wo der Gang da hinten geht. Hä? Also der geht ja wirklich bis weit nach hinten. Aber bisher siehst du jetzt nicht wirklich nochmal ein Imp. Das Doofe ist, die sind genau da, wo ich meinen Trainingsraum eigentlich vergrößern wollte. Hm. Ich denke mal, die werden hier oben auch nochmal durchbrechen. Ich habe das so im Gefühl. So, wir brauchen mal noch eine größere Schatzkammer. Da müssen jetzt sogar die Statuen mal weichen. Und an die Arbeit. Brauchen dringend mehr Gold. So, nee, die sollen halt noch wirklich Level höher schnellen. Also unser Gegner ist erstmal mit Vorsicht zu genießen, ne? Also der kann sich ganz schnell zu uns bewegen, beziehungsweise wird er hingetragen, ne? Ein Eingang wurde erobert. Wenn das jetzt wirklich bis hoch geht. Junge, Junge, da haben wir einiges vor uns. Wir versuchen erstmal hier rüber zu gehen. Und haben hier, oh, wir haben unendlich viel Gold. Oder beziehungsweise Diamanten, ist auch egal. Das müssen wir nutzen. Zumindest solange unsere Gegner uns in Ruhe lassen. Aber wir haben ja im allergrößten Notfall noch unseren Vampir mit am Start. Deswegen dürfte das ja eigentlich eher weniger ein Problem sein. Schön durchgraben. So geht das Ganze viel, viel schneller. Hier müssen wir uns eventuell nochmal eine Schatzkammer mit hinräumen. Moment.
seid gutes Futter für meine Untergebenen. Eure Kreaturen so stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Nichts mit unserer Bibliothek einnehmen. Das lassen wir nicht zu. Die. Mein Dungeon ist der schönste von allen. Na, wenn du meinst. Also wie gesagt, ich frage mich immer noch, wohin der Raum hingeht. Ja, geh erstmal hier hin. Also wir gucken uns das Ganze sowieso noch an. Oder gehst du irgendwo anders hin? Wird sich nicht geprügelt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Keeper. So, hier. Da habt ihr was. So, die Zauberer gleich mal zum Training. Sehr gut. Naja, also bisher halten sich die Angriffe ja wirklich relativ in Grenzen, ne? Jetzt hat er mal ein paar neue geschickt. Ha, jetzt will er es wissen. Jetzt will er es definitiv wissen. Die wissen wohl nicht, mit wem sie es zu tun haben hier. So, gleich den nächsten beseitigt. Los hier. Ich wollte eigentlich was zu essen geben. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Meine Untergebenen werden euren Dungeon als traurige Ruine zurücklassen. Ne, ich sollte eigentlich bloß ein bisschen was erobern. Oder halt Gold abbauen, das würde auch gehen. Hier machen wir eine kleine Schatzkammer hin. Dann passt das schon. Da haben sie wieder welche rangeholt. Na, haben sie ja schon mal weit geschlagen, ne? Also ging schon mal sehr, sehr weit. So, da haben wir wieder einen beseitigt. Na, der Marke, der kommt leider nicht weiter runter, ne? Sonst wird man den jetzt auch noch mit besiegen. So, ich sehe schon mal gute Imps. Ja, eigentlich sehr ungünstig, was jetzt den Durchgang betrifft. Aber wir müssen jetzt halt mal improvisieren, ne? Mit dem Trainingsraum. Konnte ja keiner ahnen, dass das quasi genau hier nebenan vorbeigeht. Ah, sind schon wieder vorgekommen. Ne, du gehst mal bitte rüber. Theoretisch kriegt er das auch so hin. Brauchen wir ja nicht extra unsere Magier opfern, aber naja, sie wollen halt unbedingt. Na, so geht das doch schon deutlich besser, aber euch würde ich, wie gesagt, schon gern hinten beim Gold sammeln sehen. Naja, keine Chance hier. Wo jetzt? Ist doch nie wahr. So, ihr sollt euch nicht gegenseitig kloppen. Ihr sollt erstmal trainieren gehen. Ich weiß, ich habe den mit angesackt, aber bisher kommt ja glücklicherweise kein Angriff von unten. Ach, die haben sich allgemein hier hinter gekämpft. Ach so. Na, also die Grünen sind ja schon penetrant, ne? Das kann man ja schon mal so sagen. Na, dann nehmen wir glatt mal ein paar Magier mehr dazu. So. Wenn die ja alle mit Level 1 ankommen, dann wollen wir doch glatt mitmachen. Ich nenne es so schön Learning by Doing. Quasi Training am lebenden Objekt. Die haben es schon faustig hinter den Ohren, ne? Also da kannst du nichts sagen.
So, ich glaube, wir müssen hier mal... Naja. Es geht noch. Es sterben zwar jetzt Magier von uns. Hier haben wir auch Level 3er. Man schlägt sich halt so durch. So, einmal hier unten noch der Vampir hin. Der kannst du gleich nochmal die Magie unterstützen. Da können wir erstmal das vernichten, was hier unten mit rumhängt. Ja, manche Magier haben schon ein gutes Level. Bisher kriege ich eigentlich nur Magier ran, ne? So, langsam haben wir es raus. Die Drachen werden das auch nicht mehr lange mitmachen. So, nächsten Drachen schon beseitigt. Ja, wenn noch Dreier Magier auf den losgehen, dann haben wir doch schon mal ein gutes Ding geschafft. Da ist schon der nächste. Nächste Drache, der anklopft. Das geht bis hier hinter. Naja, irgendwie werden sie es schon hinkriegen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. So, wieder jemand weg. Aber irgendwie bekommen wir genug Magie oder schnellstmöglich Magie wieder neu nach, ne? Also so ist es nicht. Auch wenn das momentan neben dem Vampir die einzigsten Truppen sind, die noch mit da sind. Aber es geht. Wir konnten den Goldraum auf jeden Fall schon mal halten. Da haben sie kein Glück gehabt. Da konnten wir uns durchsetzen. So, eigentlich, ja. Bisher noch ruhig. Außer die paar Imps, die dort sind, die wollen ab und zu mal nerven. Ihr könnt ja erstmal ein bisschen trainieren gehen. Ja, ich mach das schon. Alles gut. Ah, 2 gegen 1. Ist ja nicht unfair, ja. Dann nehmen wir unseren 10er dazu, dann passt das schon. So. Hier haben wir jetzt schon mal einen Zwischenraum mitgemacht. Gucke ich mal, was ich da noch dorthin baue. Hier haben wir massenhaft an Gold. Das wird geil. Hier ist schon eine riesen Schatzkammer. Oh, wie jetzt? Was ist denn da los? Eure Kreaturen werden. Na, das ist doch quasi eine Einladung für uns. Komm, los, ran da. Immer schön anklopfen und ran. Da hat er quasi seine ganze Verteidigung, um uns jetzt zu beseitigen, darin investiert, dass er uns gleich am Anfang angreift. Ja, das ist halt ungünstig für ihn, ne? Aber ich find's krass, was wir eigentlich für eine riesige Magierarmee hier haben. Also, es ist jetzt nicht so groß, aber es geht aber. So, ihr kümmert euch mal allein um den Drache. Das werdet ihr schon hinkriegen. Zur Not müssen wir halt doch nochmal. Sag mal. Vampir macht zwischendurch erstmal Nickerchen hier. Schön wieder mit ran. Ah, so ganz läuft das noch nicht mit dem Drache da unten. Es geht noch relativ recht langsam voran. Der Drache, der unten, der zerlegt alles irgendwie hier. Wir bleiben eisern. Immer schön auf dem Dungeon-Herz drauf rumhauen. So. Naja. Könnte besser sein. Ja, los, wir holen mal den Vampir mit ran. Hauptsache, der Drache ist weg.
Ja, da wird immer wieder mit hochreihen, ne? Das macht das Ganze nicht so wirklich einfach. Sehr gut. Dann könnt ihr gleich mal... Oder der Vampir am besten gleich nochmal hiermit unterstützen. Damit das Dungeon herzlich aufgegeben wird. Ja, da kommen nochmal neue Kreaturen nach. Gar nicht so verkehrt. Wir müssen uns wirklich erstmal so ein bisschen nach hinten sammeln. Erstmal ein klein wenig Rückzug, aber trotzdem Stellung halten. Na, solange wir die kleine Stellung halten können, passt das ja. Dürfen wir uns nur nicht so weit zurückdrängen lassen. Die Drachen sind echt widerspenstig, ne? Also die haben es wirklich in sich. Sehr gut. Gehen wir wieder einen Schritt nach vorne. So. Ach, da sind schon noch Magier mit dort. Wir haben hier noch ein paar einer Magier. Die können wir gleich mit dazu nehmen. Der andere konnte noch nicht mal eine Wohnung finden. So, Vampir gleich mit ran. Haben sie gleich wieder zurückgezogen. Ja gut, dann gehen wir weiter aufs Dungeon Herz. Ja, da kennen wir doch gar nicht. Da kennen wir nichts. Aber wenn ich das da hinten schon sehe, 5, 4 Drachen, also 3 Level, Level 3 Drachen, Level 4 Drachen, Level 5 Drachen. Ja, ist schon nicht so ohne. Aber Tatsache ist, sehen ihr Dungeon Herz schrumpft immer weiter. Wir suchen mal die Position noch ein bisschen besser zu halten, indem wir hier einfach mal ein paar Bodenplatten erobern. Der Rest wird nur unten gehalten. Passt eigentlich ganz gut, ne? Dass die sich hier unten um den Drache kümmern, den uns vom Leibe halten. So. Erstmal nochmal auf dem Drache. Die sind ja, wie gesagt, immer mal so ein bisschen stärker unterwegs und schützen alles. Ich will ja meine Truppen auch im Endeffekt schützen. Ne? Da sollen ja nicht so viele sterben. So, jetzt wieder auf den, auf das Dungeon Herz. Immer schön drauf. Bis die Idee von da hinten wieder rangekommen ist, also die Verteidigung von dort hinten wieder hier rangekommen ist, haben wir das Dungeon Herz auf jeden Fall noch ein bisschen kleiner gemacht. Bisher läuft es eigentlich schon recht zufriedenstellend. Los, komm, das schafft er. Das Dungeon Herz ist nicht mehr sehr groß. Brauchen hier echt mehr Verstärkung. Los, weiter auf das Dungeon Herz. Nicht ablenken lassen. Na, ein paar hauen auf das Dungeon Herz. Der Rest dort hinter. Sehr gut. Na, den Drache, den kriegen wir noch kaputt. Da kommen schon direkt die nächsten Drachen. Der hat's wieder zurückgezogen, weiter auf das Dungeon Herz. Ja, unser Vampir fehlt wieder. Ja, direkt wieder auf den Drache. Viel Verteidigung hat er auch nicht mehr. Man hört das Dungeon Herz schon, wie schnell es schlägt. Lange wird es nicht mehr halten. Hier, gleich weitermachen. Sehr gut.
Reiter da drauf. Ah, die nächsten werden schon abgezogen von dem Drachen. Da helfen wir gleich nochmal mit. Müsste jetzt eigentlich langsam die letzte Verteidigung sein, ne? Also drei andere Drachen hat man schon wieder gelegt gehabt. Das war jetzt nochmal mit Level 5 einer der in Anführungsstrichen höchsten mit. Sehr gut. Und jetzt nochmal mit allen drauf. Komm, das kriegt er hin. Noch mehr Magier. Ja. Speichern das Ganze erstmal. Und verabschiede mich erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, euer Paddy und ciao.